Heute lese ich diese Geschichte, und zwar geht es da um die Geschichte des Adventkranzes. Und es ist ein Pixi-Buch vom Carlsen Verlag und ich lese es für den 14. Tag von 16 Tagen Weihnachtsferien in Österreich. Und heute, also die Geschichte ist für den 6. Jänner 2023. Es sind dann noch zwei weitere ja, weil es Wochenende ist, Samstag, Sonntag, Ferientage. Und der 6. Jänner ist in Österreich der Heiligen Drei Königstag. Und bevor ich die Geschichte lese, habe ich wieder aus diesem Kartenset, heißt das Kartenset, das heißt Räucherungen für die Seele, wurde geschrieben und gezeichnet von der Annemarie Herzog und der Petra Kühne. Und es ist die Karte Nummer 41 gekommen. Das ist die Rückseite, ist immer das Gleiche. Und die Karte Nummer 41 heißt Kraft tanken, Kraft und Energie tanken. Jede Zelle meines Körpers ist von Kraft und Energie erfüllt. Das ist nochmal die Karte. Und jetzt geht es zurück zu dieser Geschichte. Und zwar, die Geschichte des Adventkranzes erzählt von Simone Nettingsmeier mit den Bildern von Elena Conti-Wiesinger. Da geht es um die Geschichte vom Adventkranz. Lange ist es her, dass diese Geschichte passiert ist, über 150 Jahre. Aber sie ist wirklich wahr. Damals gab es noch keine Autos, auch keine richtigen Straßen. Es herrschte große Armut unter den Menschen. Oft hatten sie nicht einmal genug Geld für Kleidung und Essen. Viele Kinder mussten allein auf der Straße leben. Und der Pastor Johann Hinrich Wichern sah die Not der Kinder und half ihnen. Er gab ihnen ein wirkliches Zuhause, das Raue Haus in Hamburg. Die Kinder mochten ihn sehr, denn er ließ sich immer etwas Neues einfallen und ganz besonders einmal an einem kalten, grauen Novembertag. Was hat er sich da einfallen lassen? Am 30. November 1839 stürmten wieder einmal ein paar Kinder in sein Arbeitszimmer. Herr Wichern, was können wir denn machen? Fragt Frieda. Und ist so langweilig. Warum bastelt ihr nicht ein paar wunderschöne Geschenke? Schlägt der Pastor vor. Dann bekommt jeder zu Weihnachten ein kleines Päckchen. Und finden die Kinder den Vorschlag gut? Ja, oh ja, rufen die Kinder und flitzen in die Küche. Dort steht ein großer Tisch, an dem es sich wunderbar basteln lässt. Paul versucht aus einem Stück Holz einen Kreisel zu schnitzen und Frieda bastelt aus Kastanien und Eicheln lauter kleine Pferde. Als alle fertig sind, holt Johann Wichern die Kinder wieder zu sich. Und was macht er dann? Schaut euch an. Ihr wisst doch, warum wir Weihnachten feiern, fragt er. Ja, weil da Jesus geboren ist, antwortet Frieda. Genau, meint Herr Wichern, und weil wir uns schon sehr darauf freuen, wollen wir ab morgen jeden Tag Lieder singen und Geschichten hören. So machen wir uns bis zum Heiligabend eine schöne Zeit. Dann geht's da weiter.
Die Kinder freuen sich riesig, nur Paul ist nicht zufrieden. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange es denn noch dauert, bis endlich Weihnachten ist, nörgelt er. Morgen ist der 1. Dezember und am 24. feiern wir Weihnachten, erklärt Johann Wichern. Am 24. Aber gerade als Paul noch einmal nachfragen will, wird Herr Wichern nach draußen gerufen. Und wer ist da draußen? Ein Bauer hat frische Milch gebracht und verabschiedet sich nun. Johann Wichern bedankt sich bei dem Bauern. Gern geschehen, antwortet dieser. Und in dem Moment, als sich die Räder der Kutsche in Bewegung setzen, hat der Pastor eine geniale Idee. Er? Er läuft. Wohin läuft er denn? Schnell läuft er in die Scheune und holt ein altes Wagenrad. Dann sucht er jede Menge Kerzen. Vier große weiße und 19 kleine rote braucht er. Alle 23 Kerzen steckt er auf das Rad. So können die Kinder genau sehen, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind, freut er sich. Da geht die Geschichte weiter. Oh, als die Kinder am nächsten Morgen aufstehen, trauen sie ihren Augen kaum. Da hängt ein Rad mit lauter Kerzen darauf, ruft Frieda erstaunt. Ja, sagt Herr Wichern, Johann Wichern, das ist unser Adventkranz. An ihm zünden wir ab heute jeden Tag eine Kerze an. So erleuchten wir uns die dunkle Zeit bis Weihnachten. Und da sieht man den ursprünglichen Adventkranz. Und dann erklärt Johann Wichern den Kindern, dass die dicken weißen Kerzen für die vier Adventssonntage stehen und die kleinen roten für die Wochentage. Frieda, du darfst die erste Kerze heute anzünden, sagt er. Und dazu singen wir unser Adventlied. Und das singen die Kinder. Die Kinder singen aus voller Kehle und als das Lied zu Ende ist, verkündet der kleine Paul. Jetzt weiß ich's, wenn alle Kerzen brennen, dann ist Weihnachten. Und so ist es auch. Und da die letzten zwei Seiten, da gibt es noch eine Seite für die Geschichte. So hat Johann Hinrich Wichern damals den Adventkranz erfunden. Und weil die Idee so schön war und vielen Leuten gefiel, leuchteten schon bald immer mehr Adventkränze in den Häusern. Heute sehen sie allerdings ein bisschen anders aus als der erste Adventkranz im rauen Haus. Heute hat der Adventkranz vier Kerzen und dafür haben wir einen Adventkalender erfunden, dazu gegeben. Und der hat 24 oder 25 Türchen, je nach Land. Und jetzt möchte ich euch noch etwas über den Johann Hinrich Wichern erzählen. Der lebte von 1808 bis 1881 in Hamburg. Das ist in Deutschland. Er war ein Pastor und ihn bedrückten die schlechten Lebensverhältnisse von den Kindern in den Armenvierteln dieser Stadt. Deshalb gründete er 1833 das Raue Haus, wo er den Kindern ein neues Zuhause gab. Hier erfand er 1839 den Adventkranz im Dezember, also Ende November hat er ihn erfunden. Seine Arbeit war der Vorläufer der heutigen Diakonie, der sozialen Arbeit,
der evangelischen Kirchen. So, und das ist das Ende. Und die Geschichte war für den 6. Jänner, den Heiligen Dreikönigstag. Und das ist ein Freitag. Deshalb ist es ein Happy, Healthy and Wealthy Friday von Gmunden in Oberösterreich. Und wir sehen uns morgen auf dem YouTube-Video auf meinem Kanal. Pfiat, Baba und auf Wiedersehen.